sieht auf jeden Fall jetzt erträglicher aus. Aber gut. Schauen wir mal. Einfach oder normal? Normal, bitch, please. Get on my level. Ich liebe dich, Sam. Pizza-Burger, oh, vielen Dank für den Follow. Ich komme bald nach Hause, yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Ja, doch, ich glaube, ich habe es grafisch gerettet. Irgendwas muss da gewesen sein. Schön noch mal ein paar YouTube-Videos, bevor ich sterbe, oder was? Du hattest recht. Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Okay. Da wir ja eine logisch denkende Person sind, rufen wir jetzt natürlich die Polizei und, und sind schlau und... Hallo? Hey, hier, ist Ethan. Ne? Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Ja, nein, gut. Ja, nein. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja. Ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Grafisch echt schön. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Nette Holzoptik. Ich wusste nicht, dass solche Autos noch hergestellt. Ich dachte, ich sitze mit Socken im Auto. Ja, natürlich, Ethan ist ein logisch denkender Mann und fährt alleine in die Pampa. Because he's a fucking idiot. The fucking dipshit. Ich hab ein Achievement dafür, dass ich hier bin. Ja, sie hat gesagt, such mich nicht. Alles, was du machen könntest, du könntest auch schlicht und ergreifend die Polizei rufen. Oder was weiß ich, vielleicht nicht alleine gehen oder... Alles machen, was ein normal denkender Mensch tun würde. Nani? Such mich nicht, weil jeder logisch denkende Mensch ruft die Polizei, das SEK und ein Schlachtschiff Navy Seals. Red hier, ich gehe allein. Ich geh mal. Ja, echt mal. Wisst ihr was? Ich glaube, ich sag echt Scabby und Shugi Bescheid. Die wissen, was in solchen Situationen zu tun ist. Und ich sage euch, this smells like trap. Also. Sorry, Ethan. Aber wenn allein das hier eine zugekettete Tür vor einem verwahrlosten Haus. Also Ethan, wenn allein das für dich kein Warnsignal ist, ne? Dann hast du echt einen an der Flöte. Sorry, also... Okay, ich kann rennen. Schimpfen wir das mal rennen. Weil das ist normales Gehen. Oh mein Gott, ist der Dude langsam. Allerspätestens jetzt... sollte bei jedem normalen Mensch... die Klingel angehen. Allerspätestens hier. Wisst ihr was? Ich werde mich am besten nicht wiederholen. Ich glaube, ich gehe euch damit sonst nur auf den Sack. Ja, ich sag euch, wenn Ethan mich nicht hätte, ne? Er wäre jetzt schon tot. Ich sag's euch. Der Typ wäre jetzt schon tot. Würde er schon ins Gras beißen. Nani? Ich kann...
Allerspätestens. Vielen Dank für den Bit, ne? Ich kann rennen. Das hier ist Rennen. Offenbar. Es sei denn, es gibt noch was anderes. Ich kann meine Hände vor mich halten. Und damit den Freestyle Dance Teacher machen. Hi, I'm Minasa, please. And I'm your Freestyle Dance Teacher. Worgy, worgy, worgy. Oh, Mann. Ethan, you're a dipshit. Allerspätestens. Ja, Mensch. Ah, hocken. Ethan. Ethan. Ich kannte den Ethan. Ethan Mars nannte er sich. War ein schlauer Dude. Kann ich von dir nicht wirklich sagen. Das nennen wir mal laufen, ne? Ethan. Ethan, ich weiß, wir kennen uns 5 Minuten. Aber ich kann aus diesen 5 Minuten schon ziehen, dass du ein absoluter Vollidiot bist. Und ich muss vielleicht mal Audio. Nee, das ist Stimme. Ach so, das ist alles separat. Ich habe Angst, dass da Jumpscares kommen, wo ich auf einmal nichts mehr hören kann. Würde es dem Spiel zutrauen. Die Tasche? Press X to Jason? Oh shit, ich habe ein Foto von ihr. Ah. Mia Winters, Scene Sun, 2007, 23:04 an Ethan Winters. Komm und hol mich. Schön, fancy. Nice. Ethan. Ethan, ich bitte dich. So blöd. Alter, so blöd kann kein Mensch sein. So blöd. Weißt du, ich habe im Einzelhandel gearbeitet und selbst ich kann sagen, Alter, so blöd kann kein Mensch sein. Alleine in, ne. Es sieht schon aus, als wäre hier, als käme das Ganze aus Texas Chainsaw Massacre. Just saying. Die Tatsache, dass hier alles zugekettet ist, ne? Ja, Mensch, geil. Überhaupt nicht creepy oder so. Okay. Offenbar zu. Oh, Mist! Mist! Ah, Mist, Mist. Oh, Spam. Geil. Mehr Goo-Horror. Ja. Lecker. Ich hab gerade Alter. Why is this an option? Mensch, ich hab gerade zum Mittag gegessen. Nani? Intelligenz ist nicht so seine Stärke. Nee, Ethan hat so, als der Skilltree bei ihm aufgeploppt ist, hat er irgendwie alles woanders hingeschossen. Nani? Das altbekannteste Kakerlaken-Gulasch. Ich vermisse es irgendwie, Türen aufzutreten mit absoluter Gewalt. Please don't ban me, Twitch. Cool, ich höre schon Geräusche. So früh kickt das also ein. Ah, der Klassiker. Es fehlt eine Dings.
spooky. Spooky. Lucky. Das ist wohl der Eigentümer. Alter. Sieht aus wie ein Typ aus Garry's Mod. Mal ducken war. So. Hm? Also. Warum machst du so. Warum macht man solche Fo. Na nö. Nani? Hm? Ich vermisse Fleischfield. Ich auch. Ich vermisse den richtigen Fleischfield. Also. Ne. Nicht der Fleischfield, der hier am Ende kommt. Ich meine, ich weiß nur, dass Fleischfield hier am Ende kommt. Ich habe das selber bis nie gespielt. Hm. Okay, touch die Tür. Ist okay. Vor allem. Oh, achso, hier. Ja, die Geheimtür. Because, ne? Die Fotos sind wichtig. Oh. Oh shit, wichtige Fotos. Ethan ist Spargelfield. Ne, Ethan ist Idiotenfield. Ich meine. Ja, Ethan ist absolut Schwachkopf-Field. Verdammt. Alter, Ethan ist einfach nur Doofkopf-Field. Copperfield. Kupferfield. Also, ne, wundert euch nicht, wenn ich hier absolut mich einen Scheißdreck für den Protagonisten und für seine Tatsachen interessiere. Ich meine, wer so anfängt, ne? Wer so anfängt, ne, der verdient Schläge. Wirklich, wer in so eine Bude einbricht, wo eindeutig niemand möchte, dass du hingehst, der verdient Schläge. Habt ihr hier Alligatoren unten drin oder was ist los? Oh ne, nicht BDSM, Lukas. Oh ne, der ist eklig. Ach, guck mal, da ist er ja. Ich empfehle Conditioner. Tipp, guck dich mehr um. Nani? Nee. Nicht im Tutorial. Weil das hier brüllt mich geradezu an mit dem Namen Tutorial. Säcke, Toiletten. Ach, guck mal, das haben sie sich eindeutig aus Saw abgeguckt. Die Toilette mit den Spritzen war damals schon nicht spooky. Mia? Oh ja, Mensch. Ja, Mensch. Nette Bude hast du hier. Da ist so ein... Das ist ein Haken. Ich dachte, das ist ein Schlüssel. Mensch. Ben tot. Harold gewandelt. Arthur gewandelt. Tamara gewandelt. Meine Güte. Craig. Oh, Craig werden wir vermissen. Layla tot. Sean tot. William tot. Travis. Ne. Clancy. Ach, guck mal. Mehr. Mia. Ja, gut. Mit der ist ja noch nix. Was mir jetzt gerade ein bisschen Unbehagen macht, würde man sagen. Heidi ist Klum. Clyde tot. Lindsay. Steven. Ne. Tot. Jede Menge tot. Ja. Sucks to be. Guck mal einer an. Ein Schneizenbeutler. Ich meine, Bolzenschneider. Ach, weißt du was? Ich hole erstmal meine Isha aus dem Keller. Ein Schnalzenbeutler. Mein Lieblingsspielzeug. Hey, Schnuggi. Ich bin da. Wer noch? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan.
Ethan? Ethan? Ist das in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Richtig. Allerdings denkt Ethan auch nicht normal, also von daher. Nein, hab ich nicht. Hab ich? Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja. Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Mein. Ich judge people nicht nach sowas, ne? Also, wenn du willst, kann auch dein. You know? Wie führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Ja, Mensch. 3 Jahre? Und ich komme alleine, anstatt FBI anzurufen. Naja gut, FBI anrufen müssen wir sagen. Die Bullen zu verständigen. Vermisstenmeldung. Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Du glaubst. Oh ja, ohne Scheiß. Daddy kommt, kriegt eine ganz neue Bedeutung. Okay, ich habe meinen Schnalzenbeutler noch, also... Wir sind sicher. Ja, also... Mach mal nicht dein Höschen nass. Alles töfti. Ich find's geil, wie das Spiel mich limitiert und mit dem, wo ich lang gehen kann. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Mhm. Du machst jetzt gerade einer, nicht wirklich einer auf Helena, oder? Das habe ich schon in Resi 6 nicht gemocht. Glaub mir, du, mit diesem erzähl ich dir später Scheiße, ne? Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Mal gucken, kommt Spargelfield da durch? Ja doch, Spargelfield packt das. Spargelfield macht das. So, wie wär's, wenn du jetzt mal... What the fuck ist das hier, ey? Dort. Dort ist es. Es nennt sich Tür. Hier ist es. Die Tür. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Okay. Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Ja, es gibt hier bestimmt Türen. Da schließe ich einen... Are you okay? Ich meine... Soll ich alleine... Brauchst du Wasser... Ich meine, da hinten war Wasser. Ich würde zwar nicht trinken, weil da Hugo drin schwimmt, aber meine Güte. Okay, ich gehe schon. Ich weiß, weil ich nicht erwünscht bin. Mann, Mann, Mann. Ja, Mensch. Okay, nice. Mia? Wie schafft sie das so schnell? E-001. Oma! E-001. Oh, schön, das... Mensch, ich gehe 2 Schritte weg, guck mir eine dumme Puppe an, and she... Magische Türen! She's a wizard, Harry. Und plötzlich regnet es und es ist Nacht. What the fuck? Plötzlich regnet es und es ist Nacht. Are you fucking... Ist es dein Ernst? Es ist eindeutig Nacht. Es war vor nicht mal 10 Minuten. War noch Sonnenuntergang. Jetzt ist es Nacht und regnet. Mensch, die Wetterumschwünge, die ihr habt. Karte des Gasthauses. Cool. Nice. Ah.
Nani? Länger angeguckt, als du denkst. Ja, vielleicht. Da hat die Dings auch einfach meine Seele geklaut. Ich meine, das ist jetzt der Moment. Ethan, ne? Lass mich mal mit dir leveln. Das ist der Moment, where we get the fuck out. Und wir laufen. Und wir laufen und sehen zu, dass wir nie wieder herkommen. Erste Hilfe als neuer Mensch. Kannst so viel klopfen, wie du willst. Wo sind die hin? Oh, Gewitter. Okay, das Spiel, Spiel zwingt mich langsam zu gehen. Okay. Hast du vergessen, Make-up aufzutragen? Jesus! Hi! Guten Tag! Au! Au! Sag mal, bist du bekloppt? Au! Du dumme Nuss! Was ist mit dir kaputt? Mia, warte! Warte! Au! Au, au, au! Ethan, setz deine Spargelpower ein! Guck mal, wir sind VR! Aua! Nani? Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Aha! Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Du musst schon fester zuhauen. Ich verdiene das. Ja, tust du! Fucking Psychopath! Was zur Hölle bist du, Mia? RBR. Okay. Halt. Gab's nicht. Die Frau hat mir ein fucking Messer durch die Hand geschlagen. Ich hau mir ein bisschen Soße über die Hand. Und auf einmal ist die Welt in Ordnung. Wisst ihr, Heilkräuter waren ja noch eine Sache in Resident Evil, ne? Heilkräuter waren eine Sache. Aber das ist fucking Voodoo Juju. That is some Voodoo Juju, I tell ya. By the way, Mia... Achso. Oh, hi. Nicht die Hand, dass du... Au. Lieben gerne. War ein... Oh, hi. How do I punch you? Oh, okay. Au. Okay. That's it. Eat shit. Get fucked. Mia, I'm so sick of your bullshit. Weißt du, ich hab gesagt, du kannst Fetisch haben, so viele du willst. Wir könnten über alles reden, aber du musst unbedingt rumkacken. Fucking get fucked. That's what you get. Nimm die Axt raus. Nimm die Axt. Ethan, nimm die Axt. Gut, dann geben wir wenigstens das hier. So, jetzt bin ich zufrieden. Cool. Jesus. Ich lebe noch. Nani? Irgendwie viel verwandelt, abnormal, starr, grundlose Mutanten. Ja, ich meine, Resident Evil 6 war ja so unglaublich unlogisch, ne? Just saying. Ich habe nur ein paar Blutspritzer an den Händen. Alles cool. Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden
solltest du rauskommen. Aha. Dachboden. Geh dahin. Jetzt. Gegenfrage, was hindert mich daran, schlicht und ergreifend durch die Tür zu gehen, durch die ich... Ich musste ja fragen. Die Bitch hat meine Axt. Oder? Nee, oh, hat sie nicht. Gib her. Ich wollte ihr schon böse Nachrichten hinterlassen, wie von wegen, gib mir die Axt zurück oder ich ändere das Netflix-Passwort oder sowas. Jupp, das klebt nach mir. Axe to meet you. Axe gonna give it to you. Ich habe noch mehr Axe-Puns, also so ist es ja nicht. Ich finde sowas zum Beispiel immer excellent. Ja, wie gesagt, ich bin dafür, ich gehe jetzt einfach, wo ich hergekommen bin. Noni! Ja, Fragen zu stellen, was nur schlimmer übelst darauf. Tue ich das? Was soll schon passieren? Bin ein Dude mit einer Axt. Okay, ich bin jetzt nicht unbedingt der mächtigste Dude mit einer Axt. Aber Noni! Ich bin ein Dude mit einer Axt. Du gehörst zu den X-Men? Ja, das auch. So, weißt du, ich gehe jetzt einfach durch die Tür, durch die ich gekommen bin, und dann fuck you. Wäre ja zu simpel gewesen. Es wäre ja zu einfach gewesen. Aber warte mal. Ich habe einen Schneidenbolzler. Hahaha, go fuck yourself. Na, schau mal, na guck. So. Wo waren wir? Ach ja, wir haben nicht mehr alle Sicherungen beisammen. Jetzt haben wir sie wieder alle beisammen. Ja, Mensch, mir. 2 Jahre mehr, 20 vermisste Personen. Och, ja, Mensch. Mia, I need to ask you a question. I need to ask you... Sekunde mal. Warum soll ich jetzt auf dem Dachboden, wenn ich eine fucking Sicherung habe? Wenn ich jetzt endlich mal alle Sicherungen beisammen habe. Mia? Okay, Mia will nicht. Verwende schon versuchen, wiederherzustellen. Cool. Stairs. Achso, jetzt ist... Da habe ich mir Licht gemacht. Ich habe mir Licht gemacht. Selbst Hohl bewirbt den Stream. Also wenn das schon der Fall ist, ne? Ist okay. Hi. Okay, ich bin's. Lange nicht gesehen. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Nee, du eigentlich schon. Hättest du nicht tun dürfen. Wie wär's mit Heul doch, hm? Das mag verdammt weh. Du mit fucking! Die fucking Schraubenzieher, die... Alter! Ausgerechnet in die Hand... Are you fucking mental? Jetzt? Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Even... Zieh... Even... So... Das war mein Lieblingsärmchen! I should be dead. Naja, nicht tot. Wo ist mein... Da ist mein Händchen. Mein Händchen. Wir brauchen Flagstay. That's a lot of damage. Now that's a lot of damage. Nani? Bin etwas arm dran, Kumpel. Hackbraten, ich weiß. Hat mein Arm jetzt schon aufgehört zu bluten? Mir fehlt eine Hand. Die hat an der Pulsader angesetzt und es ist einfach... Es hört einfach auf zu bluten. Selbst Ethan hat keinen Bock mehr, sein Ärmchen zu... Noni! Wo ist meine... Ich hab meine Axt nicht mehr. Meine Axt ist futsch. Ich hab meine Axt verloren. Kann ich da Goop Juice drüber machen? Noni! Besser Arm dran als Arm ab. Saigan versteht mich. Der X-Gamer. Ich sag mal Saiga, Entschuldigung. Eine Videokassette.
Oh Mann. Na, immerhin geht das Speichern schnell. Kann die Hand mit... Ich kann die Hand mitnehmen? Are you kidding me? Das will ich sehen. Ethan, du solltest nicht in der Lage sein, jetzt noch so schnullig durch die Gegend laufen zu können. Nur mal so nebenbei, dir fehlt eine fucking Hand. Komm, wir gucken uns ein paar Videos an. How about this? Zauberwasser ist Flextape. Oh. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Oha. Der neue Typ? Achso. Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Ich saß ja nur ungern, aber deine Gesichtsbeleuchtung war gerade absolut schrecklich. Also, nur mal so nebenbei, ne? Laufen wir? Okay, los geht's. Roll Credits. Mach mal Platz da. Falcon Kick! Nice. Nach dir? Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Nee, aber hier sind nette Leute. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Er hat Vertretung gesagt. Genau gehört. Worum geht's hier, André? Er denkt, du bist eine ganz große Pussy. Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Weil du ein Vollidiot bist? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? Ja, du siehst auch hier scheiße aus. André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Bin nur der Kameramann. Sehe ich aus wie deine persönliche Bitch, oder was? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Oh. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber... Ein Kameramann wie du, Clancy? Du bleibst bei mir. Wo hast du überhaupt den Anzug her? Der ist schrecklich. Was war das denn? Hast du es gehört? Ja, die deutsche Synchro. André! Ne. Zum Teufel ist der! Da-dam. Da-dam. André, wo bist du, Mann? Nani? BD. BD. Vielen Dank, Hackbraten. Warte mal, krieg ich das hin, dass die Torten aus dem Kerl rauskommen? Warte mal. Stillhalten! Ach, fuck it. Ja, irgendwie muss man sich ja hier beschäftigen, ey. Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung. Geh schon mal voraus und fall schon mal vor, ne?
Was siehst du? Was ist? Ist nass. Und dreckig. Und hi. Das passiert, meine Kinder, wenn ihr zu viele Bären esst. Das war ein tolles Video. Was meinst du, dazu, linkes Händchen? Oh. Warte, ich hole mir mein Händchen wieder. Tatsache. Let's give him a hand! Die von mir abgetrennt wurde. Sie ist noch warm. Nee, wirklich! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, guck mal, da ist ein Knöpp. Ist sonst noch was? Oh, ich hab noch nie! Hast du mal eine Hand frei? Ja, na klar. Stairs, ach schau mal. Schwank. Und wieder die Frage, wenn Mia da oben ist, hier muss es ja auch ein Dings geben, irgendwie ein Knopf von hier oben, ne? Sieht aber nicht danach aus. Das macht das Ganze irgendwo milde retarded. Ich weiß ja jetzt nochmal. Ist. Oh! Eine nette. Eine 9 mm. Okay, gut. Okay, das ist so aim. Nennen wir es mal aim. Ich weiß nicht, woran erkenne ich denn, dass ich am Sterben bin? Ich meine, ich habe jetzt Flex Tape über. Einmal auf den Stumpf. Einmal den Stumpf gießen. So blöd. Einmal einfach sinnlos den Stumpf gießen. Ach schön, Mannequins. Munition. Markmunition. Echtes kaputt. Oh, I can. Cool, das war nur absolute Verschwendung. Ist immer schön, wenn man Munition verschwendet, ey. Kann ich nicht hier, wenn ich meine Axt noch hätte, ne? Okay, 20 Schuss. Deine Hand kommt wieder. Müsste mir mal alles verraten? Kann ich nicht irgendwie hauen oder so? Ich meine, das ist Goop Juice, aber... Schön und toll, aber irgendwo unnötig. Axt ist noch. Noni! Oh, Tatsache. Ah. Okay, mein Fehler. Ich bin blöd. Mein Fehler. Ich bin blöd. Ja, immer wie lädt er. Warte mal. Das ist mir die Kugel wert. Wie lädt er nach? Hä? Wie? Du hast einen Stumpf als. Dieses Spiel, ey. Oh, nö. Okay, ich geh schon. Schnucki, ich weiß, wann ich nicht erwünscht bin. I will pump you full of lead. Du hast mich gehört. Schnauze. Oh, fuck. Geh durch die Tür, Ethan. Nachladen. Yo! Keine Ahnung, wie du es machst. Mein Gott, die Waffe klingt ja mal. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Aua. Sie zählen auf mich. Alle. Oh fuck. Flex Tape.
Alter, Bitch. Oh fuck. Schnauze. Krepier. Ich liebe dich auch. Alter, ich mach Schluss. Um Chris Tucker zitieren zu dürfen. Wir wären so ein schönes Paar gewesen. Aber du bist so ein durchgeknalltes Miststück. Fuck you, bitch. Ja, super. Hier. Na, super. Hat sie die Leiter zu... Die sagt, die Leiter zu säbeln. Kann ich die Säge mitnehmen? Falcon! Wo kommst du? Punch! Au! Wo kommt sie? Au. Wo kam der jetzt her? What the fuck? Nani? Er ist einfach materialisiert. Ja, eben, eine Kette, dass die Frau mir eine Kettensäge, ne? Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Arbeit zu erledigen? Hast du gerade mit fucking Tackernadeln, mein... Mit Tackernadeln? Was ist los? Habt ihr kein Klebeband mehr, oder was? Ist euch das Flex-Tape ausgegangen? Ah, mehr Spam. Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Hillbillies, mein Favorite. Ist das? Es ist gut. Er guckt nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Lukas. Alter, nicht schon wieder. Geh mir aus dem Weg. Musst du riden oder was? Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Aha. Mehr, Junge. Können wir nicht eine Pizza bestellen? Jetzt komm ich heute. Wir sind VR. Er isst es nicht, Jack. Er isst es nicht. Halt's verdammte Maul, Marguerite. Ich hab das für ihn gemacht. Raus hier, verdammt. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben. Hashtag selber. Er isst es nicht. Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Wir sind VR. Nani? Alles klar, Braten, bis denn. Oh. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Wisst ihr, wir spielen jetzt eine Stunde. Nicht mal, also. Wir spielen vielleicht eine Dreiviertelstunde, wenn es hochkommt. Au. Sekunde, hat man echt mein... Ja, mein Ärmchen ist magisch wieder dran. Das magische Händchen, ne, Oma? Richtig, Oma. Ich guck mal, was der Kühlschrank hier gibt. My favorite. Ach ja. Okay, da kommen wir nicht ran. Ja, Mensch. Gut, dass wir ein paar Tackernadeln hatten und jetzt auf einmal meine scheiß Hand wieder dran ist. What the fuck, Game? Säge, Seil, Gehaltsband, Netto, Steuer, what the fuck? Okay, cool. Ich meine, eine Sache, die mich jetzt schon, ehrlich gesagt, stört. Das ist etwas, was ich schon damals in den Trailern befürchtet habe, dass es passieren wird. Diese
Das ist für mich das genau dasselbe wie mit 3D. Um es mal ganz kurz an Mann zu bringen. Für diejenigen, die nicht wissen, was ich damit meine. 3D gibt es zwei Varianten. Das hat schon der Nostalgia-Critic mal gesagt. Es gibt zwei Arten von 3D. Einmal die subtile Art und Weise, wo tatsächlich relevant ist und was bringt. Und dann gibt's diese, oh, guck mal, 3D, 3D, 3D. Es springt dich einfach nur sinnlos an, ohne irgendwelchen Sinn und Verstand, ohne irgendwelchen Backlash. Und genau dasselbe machen sie hier mit VR. Es hat null Bedeutung, dass der Typ mit dem Messer in meinem Gesicht rumschwuchtelt, weil es absolut nichts bringt, weil ich dieses VR-Headset nicht auf dem Kopf habe. Es bringt also absolut nichts, außer die Vorstellung. Also irgendwie total Blödsinn. Ich meine, wenn du ein VR-Headset, wenn du 500 Euro mal über hast, um dir ein VR-Headset auf den Kopf zu setzen, ja, dann schön, nice. Dann hast du hier bestimmt die Zeit deines Lebens mit solchen Momenten. Aber what the fuck? Alles, was das eben gerade war, dass der mit seinem Messer in meinem Gesicht rumgefummelt hat. Das mehrfach. Also wir hatten es ja schon jetzt dreimal insgesamt. Wir hatten es mit mir einmal und jetzt schon zweimal mit hier, mit Captain Hillbilly. Bitte um Mithilfe, drei Männer ausfindig zu machen, 9 Monate New Orleans. Du hast offenbar, das sind bestimmt Gallier. Bei der Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andre Stickland und Clancy Joyce. Ach, die aus dem Video. Die aus dem, Videokassette. Die drei Prozent Video und das Internet waren da wir gereist, um Videomaterial für eine Produktion zu drehen. Ihr Video handelt hauptsächlich der Gründung verlassenen Hauses und Spukhäusern. Ja, well, wo das hingeführt hat, wissen wir ja mittlerweile. Von der anderen Seite verschlossen. Doch die Tür war fest verschlossen. So nah und doch so fern, ey. Willst du noch die Minigames? Ich weiß nicht. Sieht zerbrechlich aus, weil können wir. Was? Vielleicht kann man sie mit etwas zerstören. Deine Faust? Deine noch funktionierende Faust? Just asking. Kleber und Gesicher, nicht mehr fern zu werden. Ethan? Ethan, ich weiß, du bist nicht der Schlauste. Nani? Aber das ist fucking Klebeband. Du hast ein Spiel wäre nicht geeignet, zumindest wenn er umso rumschmeißt wie bisher. Das Schlimme ist ja, es ist ja. Capcom hat ja den VR, die VR-Version von dem Spiel hier gepusht wie nichts Gutes. Es gab ja nichts anderes mehr. Das ist es ja. Es gab ja für Capcom nichts anderes mehr. Das VR, das... Oh. Weil jeder das Geld hat, sich so ein 500-Euro-Headset auf den Kopf zu legen. Hey, Daddy. Wie wär's, wenn ich gehe? Okay. Hinter Verschluss. Ich habe ein Achievement dafür gekriegt. Eine Gabel. Komm, nimm wenigstens eine Gabel mit. Mein Wehren ist jetzt nicht unbedingt nutz. Ach, dachtest du könntest dich vor dem Essen davonschalten? Ja, doch. Bye, bye. I'm Audi. Ob es jetzt irgendwie Ausdauer gibt, werde ich jetzt mal rauskriegen. Ich jogge mal vor dir weg, ne? Ich jogge. Jesus fucking Christ! Du verschwendest deine Zeit! Jesus titty fucking Christ! Your aim is true. Fuck you. Jesus titty fucking Christ! Nani? Okay. Okay. That just happened. Eine Wackelkopffigur. Ja Mensch, das wird's mir helfen. Kein Weg hier raus, weißt du? Hm? Ah, Hochzeitstag.
Ach, guck mal. Der Typ, wo jetzt mein Schicksal teilt. Oder mein ehemaliges Schicksal. Dauert nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um. Okay, cool. Ist hier irgendwo... Ah, Bingo. Schöne Frame Drops. Oh, wo ist er? Du kannst dich nicht verstecken, Junge! Kann ich das echt nicht? Bist du dir sicher? Ach so. Ja, Klebeband. Weißt du, ich habe schon damals Sachen mit meiner... mit Schlüsseln aufgemacht, ne? Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde... Oh. Kann hier nicht verwendet werden. Hey! Hab dich gefunden! Kunststück. Wie soll ich das ersetzen? Bäh. Sacktreffer! Cool. Ja, okay, das war unnötig, Jungchen. Kannst du mal aufhören, mich anzufassen? Au! Ah, blocken! Ja, das scheint's zu bringen. Ich bin fast tot. Ich bin so gut wie tot, ey. Komm raus, wo auch immer du bist. Kraut? Ah, okay. Für die Klappe zum Kriechkeller in der Speisekammer. Ah, ach so, da. Dafür. Gott, das lags. Wo ist mein Kleider, Ethan? Nicht hier. Fuck off. Gott, ist der retarded. Hier bin ich. Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. So, Ethan, mach hinne. Jupp. Ich warte. Dann wart mal schön. Ich bin hier unten. Wow. Was? Microsoft Programme, um Verlust von Informationen zu vermeiden. Was? Nicht genügend Arbeitsspeicher? Was ist ab? Warte mal. Ja, und das ist dann auch schon das Ende des Videos, weil kurz darauf hat mir mein PC milde zu verstehen gegeben. Alter, es ist heiß. Alter, das Spiel will zu viel von mir. Ich pack das nicht. Und bevor ich jetzt das Ganze irgendwie auf Gümmelqualität stelle, werde ich jetzt eher zusehen, dass ich mir das Spiel schleunigst irgendwie gebraucht für die PS4 besorge und dann werde ich privat bis dahin wieder spielen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge denn da wieder, wo wir jetzt aufgehört haben. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn ja, feuert mal schön auf den Like-Button, wenn nicht, wenn die Sau hochgeht oder hinterlasst einen Kommentar, das könnt ihr auch machen, das wäre auch total nett und wie ihr abonniert, das muss ich euch nicht erklären, das wisst ihr, wie das funktioniert. Allerdings, was ich euch da empfehlen kann, klickt auf diese Glocke, falls ihr wirklich Videos von mir sehen wollt. Weil YouTube hält es ja mittlerweile nicht mehr für nötig, euch zu informieren, falls ihr abonniert habt. Es dreht sich ja alles mittlerweile mehr ums Glöckchen als um alles andere. Da fragt man sich, warum man überhaupt noch abonniert. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Mäh.